Okay. Jetzt bin ich übel, ich lade jetzt neu und dann hole ich mir das Seil. Das können wir nämlich immer gebrauchen. Ich möchte mir nämlich nicht wieder jedes Mal die Knochen brechen, wenn ich eine Falltür erforschen möchte. So, Dankeschön. Sicherheitshalber bereite ich Zauber vor. Falsch. Hier lang. Und ja, ich kann eigentlich einfach durchs Wasser abkürzen. So. Genau. Und hier durch ist hier jemand? Nein, schaut nicht danach aus. Jo, hier lagen. So. Es hat sogar jemand in den Kommentaren geschrieben, dass ich es bereuen werde, dass ich das Seil nicht genommen habe. Und ja, mir schreibt mal zur Abwechslung jemand Kommentare, was ich sehr nett finde. Ah, hier lang, hier rum. Snake Chamber. Ja, der Chamber's Cache, genau. Hier ist, glaube ich, Poison Shield. Bringt nur nichts. Hier ist das Seil. Und hier ist noch ein Giftpoison Bracelet. So. Ein Poison. Ein Giftschutzbracelet, genau. Ja. Ob hier auch irgendwann mal. Und ich weiß nicht, ich habe so das miese Gefühl, ich sollte die wieder mitnehmen. Sonst kommt nachher der blöde Kobold und klaut sie mir und dann stehe ich wieder blöd da. So. Einmal hier rum. In den Hub. Und vom Hub aus können wir dann nicht Hamlet of Stormreach. Oder auch nicht der Schiffswrack Beach. Und die Cemetery. So. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, sondern wir müssen hier total falsch laufen. Ja, da lang ist richtig. So. Und dann geht es jetzt für uns mal wieder landunter. Aber vorher probiere ich mal kurz. Genau, so klappt das ganz einfach. Ah. Sehr schön. Wir können also runterklettern jetzt an Fallgruben. So, hier rein. Und dann müssen wir uns jetzt runter in die Grüfte begeben. Wir brauchen nämlich noch zwei. Hi Junge, stehst du auf? Ich hoffe mal nicht, dass ihr aufsteht, hier alle ihr. Was steht hier? The Brill. Troll-Fragezeichen? Da geht's auch noch weiter. Mm.
Blauer Kristall. Okay, das lese ich gleich vor. Ich will erst noch mal hier rumgehen. Hier ist auf jeden Fall abgeschlossen. Hier liegen auch mal wieder solche Skelette rum. Okay. Entweder kommt jetzt was ganz Gemeines. Also, die Katakomben wurden als endgültiger Ruheort für die Wormbound-Familie gebaut. Für endlose Generationen. Welche für endlose Generationen als Botschafter und Envies, was auch immer das ist, Übersetzer. Nicht geht aus. Als Übersetzer und Botschafter zwischen den Drachen und den anderen stillen Wesen des Reiches bekannt sind. Ja, wie auch immer. Das lang anhaltende Vertrauen wurde gebrochen, als Xarant und Orul Wormbound ein Ei aus dem Nest stahlen und mit ihm zum und auf die Insel von Nex geflohen sind, mit dem geschlüpften Drachen an Bord des Luftschiffes. Der Meister erfüllte selten Wünsche, aber für ihren großen Dienst gewährte er den Wormbounds die Unsterblichkeit. Das ist aber keine Unsterblichkeit, wie ich sie mögen würde. Oh oh. Hi Jungs. Oh, ihr seid auch wieder stärker geworden. Oder bilde ich mir das mal wieder nur ein? Nein, ihr seid definitiv stärker geworden. Kann ich euch. Ups. Einer ist schon mal weg. Wir trinken Heiltrank. Ich habe hinter mir einen blauen Kristall, oder? Ja, den habe ich. Oh, jetzt habe ich zwei von den Jungs vor mir. Nicht gut. So, Festfeuer. Nicht so toll. Der blaue Kristall hinter mir lädt noch auf, oder? Ja, die treffen mich zum Glück nicht. Ja, so treffen sie mich. Au. Au. Und ja, ich wehre mich absichtlich nicht. Jetzt kann ich sie vergessen. Weil der blaue Kristall lädt sie nicht mehr auf. Ups. So viel dazu. Zum Glück habe ich nicht an dem blauen Kristall gerade eben gespeichert. Ja, laden. Das Ei können wir uns bei Gelegenheit holen. Das brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Ich will zurück zu dem blauen Kristall. Ach was, wir können schnell über den Hub gehen.
So sind wir ja auch schnell dort, oder? Und du sei mir nicht böse, du kriegst das Schwert wieder. Das ist doch ein bisschen besser als dieses komische Hacke-Ding da. So, Sphäre wieder einsacken. Bitte, so. Alle Container schließen. Hier geht's lang. Hier nach unten einmal bitte. Hier rum. Du kriegst den Bracelet. Du kriegst das Seil. So. Dass wir schön auch alles erkunden können. Weil wir haben schon oft gemerkt, dass unten in diesen Fallgruben gerne mal Secrets versteckt sind. Und teilweise auch ganz nette Secrets. So, wieder in den Hub zurück. Hier ist ja zum Glück jetzt alles ruhig. Fürs Erste. Und bei Gelegenheit gucken wir uns auch mal das Rätsel im Trickwood. Falscher Teleporter. An. Weil da ist ja noch so ein Laufrätsel da. Von denen haben wir ja noch ein paar. Okay, darum. Also ja, wir haben noch immer das Rätsel, dass eine Kiste beim im Bock versteckt ist. Kann ich mal kurz zeigen. Wir haben die Visitor. Ja, dieses Rätsel. Was ist das hier eigentlich? Ach, das Gate to the Great Pyramid. Die Inselkarte, und die können wir eigentlich auch demnächst mal loswerden. Wir wissen ja jetzt, wie man auf den Friedhof kommt, beziehungsweise wir haben die Friedhofstür geöffnet. So, einmal kurz das aktivieren. So, hier runter. So, hier ist nur diese tolle Brücke. Hier sind auch geschlossene Türen. Naja, und hier gehen dann die Sachen auf. Hier ist noch ein Raum, ein abgeschotteter. Also ja, ich hoffe mal, die Entwickler sind nicht so gemein, dass hier die Untoten auferstehen können. Gehst du auf? Hier ist immer noch geschlossen. Jetzt geht ihr auf, okay. So, ich hoffe, bei den anderen fallen mir nicht in den Rücken. So. Ja, mit dem Schwert klappt das dann doch etwas besser. Aber sieht schon mal ganz gut aus. Bis jetzt sind es nämlich nur die da. Au. Und ich habe vergessen, die können mir die Seite schlagen. Au. Obwohl, jetzt machen sie auf einmal nicht mehr so viel Schaden. Und ich eigentlich auch nicht mehr bei denen. Okay. So, das erste Paar ist aus dem Weg geräumt.